Tipps fürs Network Marketing. Darin geht es in diesem Video. Mein Name ist Eva Arbeit. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und dir von mir spannende Infos rund um den Aufbau weiterer Einkommensströme oder auch dem smarten Investieren holst. Und heute, ja, wollen wir mal ein bisschen darüber reden, ob es Tipps im Network Marketing gibt, die dazu führen, dass du erfolgreicher wirst oder eben, ja, vielleicht ist auch Do's und Don'ts gibt im Network Marketing und letztere, die vielleicht sogar den Erfolg verhageln können. Ich nehme an, du weißt, was Network Marketing ist. Ich habe dazu auch schon einige Videos gedreht. Und Network Marketing ist auch einer der vielen Einkommensströme, die ich nutze, um mein Gehalt aufzubauen. Es ist nicht mein Haupteinkommensstrom, sondern andere sind deutlich dominanter und deutlich besser aufgebaut. Und ehrlicherweise investiere ich auch nicht viel Arbeitszeit in diesen Strom und weiß, dass es mit mehr Arbeitszeit deutlich mehr werden könnte. Aber zumindest kann ich dir auch aus meinen lebendigen eigenen Beispielen erzählen und muss nicht aus der Theorie berichten. Ein Tipp, den ich dir vorab geben möchte in puncto Network Marketing ist, dass du verinnerlichen oder dass du zwei Sachen verinnerlichen darfst. Zum einen ist Network Marketing am Anfang in keiner Weise ein passives Einkommensmodell, sondern erfordert viel aktive Arbeit. Das heißt, wenn du nicht vorhast, etwas zu tun, nicht dein Geschäftsmodell. Ja, wenn du sagst, okay, ich suche einfach etwas, wo ich, wenn ich wirklich die Dinge tue, wenn ich wirklich umsetze, auch mit Geld verdienen kann, dann kann es ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell sein. Das Zweite, Network Marketing ist ein Person-to-Person-Business. Das heißt, es ist wichtig, mit den Menschen, denen du potenziell etwas verkaufen möchtest oder die du in dein Team holen möchtest, erstmal vor allem anderen eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und das geht nicht, indem du ihnen eine Copy-Paste-Nachricht schickst oder sofort sagst, lass uns mal zoomen und ihnen dann im ersten Gespräch versuchst, etwas zu verkaufen. Ja, sondern der für mich allerwichtigste Tipp im Network-Marketing ist, dass du erstmal herausfindest, ist die Person, die mir gegenübersteht, überhaupt potenziell interessiert an dem Produkt oder auch an dem Geschäftsmodell, beziehungsweise hat sie das passende Problem zu deiner Lösung, wenn du im Network-Marketing teilnimmst. Ja? Also ich wiege bei einer Körpergröße von 1,75, 76, 57 Kilo. Ich habe keine Probleme mit meinem Gewicht und ich möchte nicht von Menschen angeschrieben werden, die mir eine Abnehm-Challenge anbieten. Und ich finde es auch ehrlicherweise, meine ganz persönliche Meinung, eine Unart, in einem ersten Kontakt Menschen ein Network-Marketing-Produkt über den Tresen zu schieben, ohne eine Ahnung davon zu haben oder, ein Gefühl dafür zu haben, könnte das überhaupt passen. Ja, ich glaube, so verbrennt man viel Erde, so lässt man viele Chancen verstreichen, die vielleicht andererseits kommen könnten. Und ich persönlich bin auch gar kein Freund davon, Leute pushy etwas zu verkaufen. Ich verkaufe sehr gerne und ich verkaufe auch viel, aber Leute hardcore zu nerven, nenne ich es jetzt mal. Ja, da kann man sich immer selber überlegen, wie möchte ich denn selber, dass Leute mit mir umgehen. Es ist absolut richtig und wichtig, dass Menschen manchmal so einen psychologischen Trigger brauchen, um sich zu entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber dennoch ist es wichtig, auch einfach die Regeln eines guten Miteinanders im Blick zu haben. Das sind jetzt relativ allgemeine Tipps, aber was ich dir ganz konkret sagen möchte, ist, Tipp Nummer 1, schau, dass du wirklich regelmäßig dranbleibst, wenn du vorhast, mit Network Marketing wirklich Geld zu verdienen. Plane dir jeden Abend in deinem Kalender oder jeden Morgen oder jeden Mittag, wann auch immer es dir passt, eine halbe Stunde ein, in der du Dinge tust, die du tun musst. Ja, und Dinge tun im Network Marketing, die du tun musst, heißt vor allem auch, dein Netzwerk auf- und auszubauen. Und zwar nicht, indem du sagst, ich will dir was Cooles verkaufen oder ich möchte dich als mein Vertriebspartner gewinnen, sondern mach erstmal ohne, natürlich ist es eine Intention, die im Hinterkopf ist, ja, aber auch völlig ergebnisoffen, dass der Mensch, mit dem du in Kontakt kommst, auch überhaupt nicht der Richtige sein könnte. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich an einer ganz anderen Stelle mal was Spannendes. Versuch einfach, mit Menschen in Kontakt zu kommen und dein Netzwerk zu vergrößern. Also plane für regelmäßig Zeit ein, ja, und der zweite Tipp, der quasi direkt die Brücke dazu schlägt und den ich vorhin auch schon angesprochen habe. Bitte geh mit Menschen in einen Kontakt, in dem du
zumindest bei dem ersten Kontakt, völlig aus eurem Gespräch herausnimmst, dass du ihnen ein Produkt anbieten möchtest oder dass du sie ins Network Marketing mitnehmen möchtest. Menschen wollen nichts verkauft bekommen. Auf der anderen Seite kaufen Menschen sehr gerne. Aber wenn sie selber das Gefühl haben, auf etwas gestoßen zu sein, etwas Spannendes zu finden. Du kannst durchaus in dem ersten Kontakt auch in ein, zwei Sätzen erzählen, was du machst. Ja, ich würde jetzt Leuten auch keine falsche Geschichte erzählen. Aber wichtig ist es, dass du erstmal versuchst, ein Gespür für dein Gegenüber zu bekommen. Und wenn du das Gefühl hast, bei dieser Person ist kein Raum, kein Interesse, die Person hat einfach überhaupt gar nicht das Bedürfnis, etwas für ihre Gesundheit zu tun, neues Putzzeug zu bekommen, was auch immer. Es gibt eine Reihe spannender Network-Marketing-Produkte. Lass es bitte erstmal gut sein. Ja, und rück dieser Person nicht so auf die Pelle. Wenn du allerdings echte Beziehungen aufbaust, dich wirklich dafür interessierst, was macht die Person, auch mit dieser Person regelmäßig in Kontakt bleibst. Mich haben schon so viele Menschen in einem zweiten, dritten, fünften, zehnten, 15. Kontakt mal irgendwann gefragt, hör mal, was machst denn du da? Ja, also da ich weit mehr mache als Network Marketing, sind häufig die Nachfragen auch auf andere Dinge bezogen, die ich mache, mit denen ich aber in der Regel auch nie, wenn ich mit jemandem Kontakt aufnehme, hier mit meinem Bauchkasten, schau mal, das kannst du bei mir alles bekommen, mit der Tür ins Haus falle, es sei denn, ich werde direkt gefragt, dann erzähle ich das natürlich. Ja, aber versuche erstmal eine Beziehung aufzubauen, um dann wirklich mit den Menschen Anknüpfungspunkte zu finden, in denen du konkreter werden kannst. Ich weiß, dass es relativ allgemein gehaltene Tipps sind, aber da es eine Vielzahl von Network-Marketing-Unternehmen gibt, ist es schwieriger, hier konkreter zu werden. Ein weiterer guter Tipp ist aber auch, dass du dir wirklich eine Upline suchst, also dich in eine Network-Marketing-Struktur integrierst, wo du Menschen hast, die sich wirklich darum kümmern, dass du weiterkommst, denen es ein wirkliches Bedürfnis ist, dich zu unterstützen, die für dich ansprechbar sind, die dir helfen und die dich auch committed halten, damit du auch wirklich die Aufgaben erledigen kannst, die du zu erledigen hast. So, das sollte es auch schon mit einigen allgemeinen Tipps zum Thema Network-Marketing gewesen sein. Bei mir war einfach wichtig, dass du diese Grundregeln noch einmal für dich internalisierst, einmal verstehst, wenn du überlegst, mit diesem Geschäftsmodell zu starten oder bereits gestartet bist. Lass mich bitte sehr, sehr gerne auch wissen, was für dich spannende Themen sind. Ich nehme gerne Videos auf, die sich darum drehen, was für Informationen du benötigst, um dir einfach noch ein bisschen mehr Insights zu geben. Ich freue mich über deine Kommentare, ich freue mich über dein Abo meines Kanals und wünsche dir noch einen wundervollen Tag.